Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Jawohl, wir machen weiter mit dem nächsten Driftrennen mit dem Supra. Nach der letzten Runde habe ich mich ja so ein kleines Stückchen aufgeregt und habe es dann offscreen gemacht und auch geschafft. Und jetzt geht's los. So, mal schauen, was sich hier so reißen lässt jetzt. Was eine Wolke, die Wolke. Ja. So, ich glaube, das dürfte jetzt kein Problem sein, das zu gewinnen. Oh, aber auch die haben mir 3000 Punkte. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte die, wenn dachte, die wären wieder bei so 2800 oder so rumguffeln. Aber solange die keine 4000 Punkte machen, ist alles in Ordnung. Aber das haben sie auch nicht getan. Schönes Ding. Ah, scheiße, das ist nicht so schön. Boah, zum Glück bin ich nicht aus der Punktezone rausgekommen. Und wieder 4.250. Auch damit bin ich wieder natürlich Erster und habe sogar meinen Rekord gebrochen. Das gefällt mir, würde ich sagen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach, ist das schön. Danach musst du nur noch den Speed-Ochsen machen, die Speed-Kacker. Und dann sind wir durch. Dann brauche ich nur noch die Kings. Und dann würde ich schon fast sagen, haben wir das schon beinahe ja geschafft, ne? Map, komm, ach, schade. Ah, schade. Keine 4000 Punkte. Ja, wir wollen direkt 9250 Punkte. Wie schön. Das gefällt mir. Das gefällt dem Hackercore. Obwohl 41.000. Ach du Heiliger, das kann lange dauern. Aber solange das mal weitergeht, dürfte ich ja nach 5 Rennen fertig sein, wenn ich jetzt immer über 4000 Punkte bekomme. Aber das hat denn hier keinen Zentimeter, da kann man Anlauf nehmen. Na gut, braucht man anscheinend noch nicht, so wie das aussieht. Also man darf nicht zu schnell sein. Ansonsten, nein. Ah, scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt nicht kein so toller Drift geworden. Oh, schade, ich wäre auf jeden Fall über die 4000 gekommen. Wäre ich dann nicht out of Punktezone gewesen. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum ich mir den Supra gekauft habe als Drift Auto, aber er erfüllt seinen Zweck. Und das ist doch mal die Hauptsache. Nicht zu schnell. Nein, immer auf der Street bleiben. Aber auch nicht. Schönes Ding. 4.300. Also sind wir die 9.000 schon wieder sicher, würde ich mal behaupten.
Heute haben wir den Tag der deutschen Einheit, ja. Und das bedeutet, ich habe frei. Ja, und dann ist es noch 2 Tage und dann habe ich Ferien. Bedeutet, da in den Ferien wird dann auch auf jeden Fall das Need for Speed hier abgeschlossen, auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. So, und... Ah, leck mich einfach. Und, tja, und ich kann noch sagen, dass ich Need for Speed Most Wanted 2 direkt zum Release... verdammt. So. Ist egal. Wir haben davor schon einen 4300er abgelegt. Zack, zack. Und wieder 9300. Ach, ist das schön. Ist das schön. Nächstes. Und danach können wir schon den Drift King, könnten wir rein theoretisch den Drift King machen. Ja, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass ich die King Kings einfach alle hintereinander machen kann. Deswegen blöd, dass ich den Drift King schon gemacht habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Den Rio muss ich auch noch platt fahren. Den kleinen Kacknoob. Der glaubt auch, er kommt ungeschoren davon. Wie am Anfang des Spiels zu machen, weil also ich möchte gern einen auf und er wäre der Beste. Aber nein, in Wirklichkeit ist, glaube ich, jemand anders der Beste und das bin wohl oder übel ich. Was? Ich war doch auf der Straße. Langsamer, Mann. Okay. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die hier wenig Punkte haben. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen reinknüppeln. Das war jetzt natürlich kein so besonders gutes Beispiel. Aber ich bin knapp Erster. Oha. Ganz, ganz knapp. Und ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Was geht denn hier? Schön langsames. Ah. Komm. Ich hoffe, dass man jetzt hier nicht unbedingt aus auf Punktezone kommt. Doch, verdammt. Au. Verdammte Axt. Nein, mein Außenspiegel. Jetzt bin ich aber sehr traurig. So. Und tap. Ei. Was? Die haben mich geschlagen. Oh. Jetzt muss ich gucken. Puh. Ich muss jetzt auf jeden Fall, ich darf nicht out of Punktezone kommen. Weil ich wollte das eigentlich nicht immer unnötig in die Länge ziehen, weil ich einfach so schlecht bin. Also probieren wir das mal ohne out of Punktezone zu kommen. Indem ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter außen versuche. Also beziehungsweise. Komm. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Verdammt, jetzt muss ich gucken, ob ich das so hinkriege. Aber glaube ich noch nicht. Oh, komm. Es ist nicht mehr so viel.
Komm. Komm schon. Nein. Nein. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Oh no. Ich muss das nochmal machen. Fucke. Oder ich mache einfach weiter. Wie wär's damit? Unnötig sich daran aufzuhalten. 5000 Bar auf die Hand, auch wenn ich die nicht zwingend brauche. Sechster. Welch eine peinliche Situation. Welch eine peinliche Aktion. Aber ich fange einfach mal hier an. Ja, ich fahre mit einem beschädigten Wagen. Oh, eine Schande. Aber Sechster, muss das sein? Na. Hoppa. Hoppa, papa, papa. Hier muss man, glaube ich, ganz gut aufpassen, was man jetzt genau hier macht. Nein, nein, der Reifenstapel, nein, nein. Ja, scheiß drauf. Die 4000 noch was Punkte sind mir sicher. Ja, 4600. Ja, Pimmels. Jetzt könnt ihr mich mal ein Popo schmatzen. Mein Auto ist zerdetscht. Ich muss es gleich reparieren. Das ist kein schöner Anblick. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ah, scheiße. So. Schlecht sind die alle. 6000. Ihr kleinen Pissars. So, mal gucken, ob wir die 6000 noch überbieten können, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich habe schon ein bisschen fucking shit angefangen. That is motherfucking shit. Doch, wir können es überbieten. Ja. Oh. So. Losers. 5000 Punkte. Damit habe ich das von eben wieder so ein Stückchen rein geholt. Ja, ich weiß, ich habe den Streckrekord gebrochen, ist mir schon klar. Noch, oh, 8000. Das kann man schaffen. Welche? Nehmen wir die. Nein, ich möchte nicht mehr mit einem beschädigten Wagen teilnehmen. Zack. Na la 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 la. Da 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 da. Okay, weiter geht's. Bevor ich noch. Ah, verdammt meine Nase. Weiter alles zu jodel. Alter, wieso krieg ich nur so wenig Punkte? Hallo? Was ist das denn bitte? Fail. Was ist das denn? Schön für den tollen Drift. What the fuck? Das muss ich immer nicht verstehen, warum ich dafür jetzt so wenig Punkte gekriegt habe. Hä? Oh, komm schon. Also ich muss sagen, ich wollte eigentlich nicht mit dieser äußerst schlechten Punktzahl aus diesem Rennen herausgehen. Noch nicht gerallt, warum ich so wenig Punkte kriege.
Normalerweise muss man hier schon, was weiß ich, wie viele tausend oder sowas haben. Also jetzt natürlich mehr, also so 1500, 2000. Aber irgendwie bin ich gerade zu doof. Wen will dieses Spiel eigentlich verarschen? Och komm. Ah, sick. Was ist das denn? Hä? Ich strahl das nicht ganz gerade. Moment, das bringt. Oh nein. Jetzt kriege ich den Bonus auch schon nicht mehr. Hammer. Hammer. Das heißt, ich muss den letzten Driss auch noch machen. Ja, komm, hallo, was ist das denn jetzt? Bis gerade fand ich Drift geil und jetzt auf einmal nicht mehr jetzt, aber wirklich, ey. Das ist ja ein bisschen erbärmlich. Bestimmt letzter, wenn ich. Ja. 3300, muss ich 5000 bekommen in diesem verfickten anderen Rennen. War doch das, ne? Ja. Etwas komisch, muss ich sagen. Ja. Da. Ach ja, stimmt, hier hatte ich halt das Problem, dass ich immer out of Punktezone war. Und hier bekomme ich auch nur so wenig Punkte. Liegt das daran, dass die Strecke einfach länger ist? Aber naja, das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Ah, Moment, es ist das dieselbe Strecke nur umgekehrt. Oh, komm, ey, das ist doch miserabel. Nee, oder? Oh, was ist das denn, Alter? Warum kriege ich diese 3000 Punkte nicht auf die Reihe? Es reicht ja schon, wenn ich irgendwie nur Dritter werde oder so. Aber das kann nicht sein. Och. Ich rall das nicht. Ich drift mir so voll die Seele aus dem Leib und krieg keine Punkte dafür. Das ist das, was mich gerade so ein Stück anpisst. 2800. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Ah, Mann.
Boah, muss das immer sein? Echt jetzt? Wenn ich jetzt nicht die 3000 Punkte kriege, bin ich, glaube ich, ein bisschen im Arsch. Naja, vielversprechend ist das ja jetzt nun auch wieder nicht. Komm schon. Mann. Oh nein. Nein. Oh fuck. Mann. Ach ey. Dieses scheiß Telefon. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt darf ich diesen Rotz nochmal machen. Ah. Alter, eck mich. Was ist nochmal klingelt? Dann gehe ich ja live dran, das war nämlich der René. Ich hoffe, er ruft jetzt nicht nochmal an. Weil das hat mir nämlich gerade, glaube ich, meine 3000 Punkte gekostet. Ach, sick, ey. So ein Scheiß. Nein, no, fuck. Ja, komm, leck mich. Bei anderen Stellen kann man bis was weiß ich wohin raus und da darf man nicht mal mit dem Reifen anscheinend. Ja, das war kein toller Drift. Das hier ist alles andere als toll. Komm schon. Wenn ich wenigstens diese verfickten 3000 Punkte hätte. Ah, oder ein bisschen mehr. Mann, das wird ja schon reichen. Ja, sag mal, wenn ich zweimal auflege. So, jetzt wartet mal. Hallo? Hallo? Ja, ich weiß, ich habe mit Absicht aufgelegt. Naja, weil du gerade live in der auf meiner Aufnahme bist. Ja, und jetzt habe ich zweimal hintereinander aufgelegt. Wenn ich doch, ich lege schon mit Absicht auf. Ja, auf jeden Fall wirst du jetzt hier live in der Haus. Ja. Du hast mich gerade übrigens, das hat mich gerade ein wenig genervt. Ich bin ja voll schön am Driften, hätte meine Punkte gekriegt, die ich hätte bekommen müssen, und dann kommen sie mit ihrem scheiß Telefon. Wenn Sie sagen, ich soll um 11 Uhr anrufen, dann rufe ich auch um 11 Uhr an. Ja. Ja, das ist ja nicht meine Schuld. Doch. Das meine ich übrigens ernst. Dass du hier live in der Haus bist. Auch schön. Ja, ne? Ja. Ist doch mal was. Ja gut, ich rufe dich auf jeden Fall gleich zurück. Bis gleich. Gut, das war die Live-Action. Also irgendwie. Ah, Moment. Jetzt kriege ich die Punkte auf keinen Fall.
Aber ich versuche jetzt ja mal ein Stück schneller einfach durch die Gegend zu driften, weil das scheint mir so zu sein, als ob man da... verdammt. Mehr Punkte scheint irgendwie, oder? So, ihr kleinen Pisser. So. Was? Oh, was ist das? Ach, komm. Ah. Okay, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich hier nicht allzu langsam durchdriften sollte, sondern eher ein Stück schneller. So. Ich hoffe, man hat den Elevator so ein bisschen gehört. Aber ich denke doch schon. Aha, jetzt kommen Punkte. Geht doch. Warum habe ich das nicht vorher so gemacht? So. Tja. Das war wohl schon eher was jetzt hier, würde ich behaupten. Jawohl. Warum habe ich das denn nicht vorher so gekonnt? Dann wäre ich schon längst fertig. So, und dann habe ich dominiert. Diese Pisser, ey. Ja, ne? Gut, ich glaube, ich verabschiede mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal so langsam. Und nochmal 10.000, auch wenn ich die immer noch nicht brauche. So, 3 Reihen muss ich gegen den machen. So, 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 so. Einmal abspeichern. So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer HackerCore.